Hallo ihr da draußen. Häufig werde ich von euch zum Thema Zeit bzw. Zeitmanagement beim eigenen Pferd gefragt. Dabei sind die wesentlichen Fragen, wie zeitaufwendig ist ein Pferd, wie manage ich meine Zeit mit Franjo und was mache ich, wenn ich mal nicht so viel Lust habe, zu ihm zu fahren? Wie motiviere ich mich? Zur ersten Frage, wie zeitaufwendig ist ein Pferd, ist die Antwort sehr. Ein Pferd ist unglaublich zeitaufwendig und gleichzeitig auch eine Riesenverantwortung. Natürlich kann man bei einem eigenen Pferd auch Hilfe von außerhalb bekommen, also von einer Reitbeteiligung, einem Reiter, der Mutter oder sonst irgendwas. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass ihr euch selbst um euer Pferd kümmern müsst, weil zum Beispiel jemand nicht kann oder abspringt. Das heißt, ihr müsst schon eigentlich in der Lage sein, 6 bis 7 Tage theoretisch zu einem Pferd fahren zu können. Ihr müsst also generell dazu bereit sein oder es euch einplanen, euer Pferd 6 bis 7 Mal in der Woche zu versorgen. Und das bedeutet natürlich 1 Stunde Minimum bis, keine Ahnung, maximal Ausspanne. Könnt ihr euch ja aussuchen, wie lange ihr mit eurem Pferd Zeit verbringt. Wenn man das schon von vornherein sagt, das ist nicht gegeben, ich kann das einfach nicht mehr als 3-4 Mal in der Woche, dann muss man vielleicht überlegen, ob nicht vielleicht eher eine Reitbeteiligung sinniger wäre. Natürlich kann man sich, wie gesagt, Hilfe von außerhalb holen. Es kann aber immer mal was sein, dass der Tierarzt sagt, euer Pferd muss 2 Mal am Tag geführt werden, weil es dies und das hat. Und dann müsst ihr natürlich generell bereit sein, oder es muss irgendwie gehen, dass ihr das dann auch schafft, euch um euer Pferd zu kümmern. Zur Frage Nummer 2. Wie manage ich meine Zeit mit Franjo? Kann ich mittlerweile sagen, dass Franjo einfach komplett in meinen Alltag integriert ist. Also es ist für mich normal und selbstverständlich, jeden Tag zum Pferd zu fahren. Und Franjo hat eine sehr große Priorität in meinem Tagesablauf und ich baue ihn eigentlich immer mit ein. Aber natürlich muss ich dadurch auch echt oft irgendwie Zeit von meiner Zeit wegstreichen. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht mal spontan sagen, so yeah, ich fahre jetzt eine Woche mit dir spontan nach Holland oder nach Paris oder sonst irgendwas. Das geht natürlich nicht und das geht auch dann generell mit eigenem Pferd nicht. Also in dem Sinne schränkt es einen schon ein, aber irgendwann ist es auch normal, dass man zu seinem Pferd fährt. Jedenfalls ist das so für mich. Ich mache auch eigentlich alles selber. Also ich kriege sehr wenig Hilfe, sage ich mal, von anderen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich zum Beispiel durch ein Praktikum, was ich mal gemacht habe, wo ich dann erst um 5:30, 6 Feierabend hatte, dass ich dann erst um 9:30 fertig war am Stall und dann um 10 zu Hause und dann sofort wieder ins Bett und am nächsten Tag das Gleiche nochmal. Also dass ich dann auch irgendwie durch das Pferd dann 12 Stunden gar nicht zu Hause bin am Tag. Das kann natürlich passieren. Mir war es das immer wert. Frage 3. Wie motiviere ich mich, wenn ich so gesehen mal keine Lust habe? Denn natürlich gibt es bei mir auch Tage, wo ich nicht wirklich Lust habe, zum Pferd zu fahren. Das bedeutet nicht, dass ich keine Lust habe, Franjo zu sehen, sondern eher, dass ich keine Lust auf den Weg habe, weil es bei mir, also von mir aus, dauert es schon 1/2 Stunde und je nachdem, wo ich dann bin, Studium, Praktikum, pipapo, kann es auch schon mal 1 Stunde dauern, bis ich dann bei Franjo bin. Und bei Regen, Sturm oder sonst irgendwas denke ich mir auch nicht so, ja, jetzt zum Pferd. Aber was bei mir immer überwiegt, sind eigentlich die positiven Gefühle. Damit kann ich mich immer irgendwie motivieren. Einfach die Freude darauf, Franjo zu sehen, etwas mit Franjo zu machen, das reicht schon, um mich dann zu motivieren, um zum Pferd zu fahren. Und das, ich hatte noch nie einen Tag, wo das nicht funktioniert hat, dass ich dann zu Franjo gefahren bin, weil ich in dem Sinne keinen Bock hatte. Denn wenn ich ihn sehe oder Zeit mit ihm verbringe, dann bin ich einfach happy und ich mache das einfach unglaublich gerne und deswegen ist das gar nicht so schwierig. Und was dann natürlich auch noch hilft, ihr müsst ja nicht jeden Tag reiten oder nicht jeden Tag longieren. Manchmal, wenn ihr sagt, ihr habt gar keine Lust auf Reiten, dann macht was anderes. Ich meine, letztendlich frustriert es euch dann ja nur, wenn ihr wirklich keinen Bock drauf habt, euer Pferd merkt das auch. Und dann sagt ihr, ja, oh, dann gehe ich heute spazieren oder oh, dann mache ich heute Bodenarbeit. Ich mache das auch häufig so an den Tagen, wo ich keine Reitstunde habe, dass ich mir das relativ spontan überlege, was gerade sinnvoll ist und worauf ich jetzt Lust habe. Und da findet sich eigentlich immer ein Weg, mich dann zu motivieren, zu Franjo zu fahren. So, das war jetzt mein Zeitmanagement, mein Pferd. Und frage ich mich natürlich, wie sieht das bei euch aus? Wie integriert ihr euer Pferd in den Alltag? Ist das selbstverständlich? Habt ihr ein eigenes Pferd? Habt ihr jemanden, der euch hilft und sagt, hey, das stimmt überhaupt nicht, dass man da generell bereit zu sein muss? Sondern bei mir, ich habe noch einen Zweitbesitzer und bei dem ist das gar kein Problem oder sonst irgendetwas. Hat das gerade Sinn ergeben? Es geht so. Auf jeden Fall könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben und wenn ihr natürlich sonstige Fragen habt, Anmerkungen, pipapo, alles in die Kommentare. Ich lese mir nämlich alle eure Kommentare durch. Auch die gemeinen, auch die unsinnigen, auch die lieben. In dem Sinne, macht's gut! Eine Zeit ist unglaublich pferdaufwendig.